Servus Leute, bei Bastis zweiter Kanal. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich zu einem neuen Video. So, jetzt beginnt die Tour nach Neumarkt zur Ruine Burg Wolfenstein, glaube ich heißt die. Wolfenstein-Ruine. War früher mal eine Burg. Ja, wir haben Montag, ich habe Urlaub, wir haben ziemlich viel Verkehr. Ich wollte euch eigentlich auch einen Helm dran machen, aber mein Mikrofon ist noch nicht da und ja, irgendwie ist es scheiße, ich muss das nochmal anders machen. Deswegen kommt ihr auf die Brust. Die Aufnahmen sind auch geil, Schwalbe läuft gut. Hab gestern nochmal einen Zylinder nachgezogen und sowas, da war was locker. Ja, ich werde auf der Fahrt nicht viel reden, aus dem Grund, weil ich kein Mikrofon habe. Es kam, sollte eigentlich heute kommen, aber wahrscheinlich kommt es erst heute Abend und so lange wollte ich jetzt bei dem schönen Wetter nicht warten. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß auf der Tour und ja, bis dann bei der Ruine. Okay. Los geht's!
Ja, Leute, die Tour ist zu Ende. Ich habe einen Platten. Tja, scheiß Dreck. Ja, Leute, wie ich gerade erwähnt habe, habe ich diesen Platten. Die Werkstatt hat sich bemüht, mir zu helfen, aber es hat leider nicht mehr funktioniert. Jetzt wollte ich ein bisschen mit 10, 20 km/h auf der Felge fahren. Jetzt kommt der Schlauch raus. Jetzt muss ich versuchen, den rauszukriegen, dass ich wenigstens auf Felge und Reifen fahren kann. Ja, muss mir halt eine neue Felge und Reifen kaufen. Das ist danach natürlich zerstört, aber ich habe es noch 30 km heim. Ja, bin jetzt gerade den Knabenberg habe ich hochgeschoben. Das ist unglaublich, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Ja, soviel zum Thema Tour. Ja, servus Leute bei Bassis zweiter Kanal. Und herzlich willkommen bei Teil 2 mit meiner Katastrophentour. Ja, hier gestern musste ich alles schieben. Das war eine Katastrophe. Sag ich euch. Ja, ich wollte das Video, also Teil 2, jetzt hier beginnen. Jetzt kommt gleich die Stelle da, wo gestern mir jemand geholfen hat, aber ich musste dann trotzdem heimschieben. Mein Vater hat mich dann noch geholt mit dem Bus die letzten 15 Kilometer. Ja, so, ich schalte euch dann dazu, wenn ich dann an der Stelle bin, da wo es dann passiert ist, und dann geht es da auch weiter. Bis gleich. Ach so, ja, was ich ja ganz vergessen habe zu sagen, gerade eben für Teil 2. Ich habe jetzt mein Mikrofon bekommen, den Adapter, und habe jetzt so ein kleines Mikrofon angeschlossen. Ich hoffe, ihr könnt mich sehr gut verstehen. Ansonsten wäre Kacke. Wir sind jetzt gerade wieder den Knabenberg hochgefahren. Und, ach, egal, jetzt erzähle ich euch doch eine Kleinigkeit. Hier gestern bin ich mit auf Felge hochgefahren. Und da rechts habe ich dann den Reifen, also den Schlauch rausgezogen, weil ich konnte nicht mehr schieben. Ich sage euch, das war so schlimm. Ehrlich, das war wirklich schlimm. Ich möchte sowas nie wieder haben, dass ich einen Reifenplatzer habe. Also dann ja, Leute. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen kann, da ist ein Netto. Und eine OMV. Und da war gestern, die haben mir geholfen. Und wenn ich jetzt weiter fahre, da vorne kommt die Baustelle. Und genau da ist gestern der Reifenplatzer passiert. Ja, ich würde sagen, wir schmeißen die Mühle jetzt wieder an. Ich habe echt Schiss. Wenn sowas passiert, dann hat man wirklich Bedenken, dass es genau an der Stelle jetzt wieder passiert. Also es ist ja nicht erst so, ich hätte wirklich Flickzeug dabei, alles was ich brauche, um den Reifen rauszukriegen. So blöd und unvorbereitet. Mit der Schweine werde ich nie wieder losfahren. Hier sieht man schon das Baustellenschild. Ich hoffe, ich komme jetzt da durch ohne Probleme. Ich glaube, ich brauche nicht zu schreien. So, ich lasse euch, ihr bleibt jetzt dran. Live. Ab hier habe ich gestern auch aufgehört zu filmen, glaube ich. Und hier ging es dann gestern weiter. Also, da ist dann der Unfall, also nicht der Unfall, sondern der Reifenplatzer. Ich bin hier rein und dann habe ich schon, ist der Reifen schon nach rechts weggeknackt und ich musste hier anhalten, Leute. Anscheinend schaut es gut aus. Es läuft. Es läuft. So, dann können wir ja die Aufnahme jetzt wunderschön weitermachen. Und hier sind 30. Cool. Warum? Egal. Wow. Ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Ja. Normalerweise muss doch rechts. Nee, Quatsch. So, jetzt können wir wieder Gas geben. Und jetzt auf geht's. Es schaut alles super aus. Und jetzt auf geht's zum Ziel. Wo wir ja, Leute, jetzt sind wir gleich da. Auf der linken Seite könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil ich den Busgurt nur anhab. Ist diese Wolfenstein-Ruine. Ich glaube, noch so 5 Kilometer sind es ungefähr. Jetzt muss ich nur schauen, weil hier einiges oder sehr viel an Baustellen sind, Inleitungen. Ganz toll. Ja, da habe ich damals Pause gemacht. Ich war hier schon mal mit meinem Roller. Hab gar nicht mehr gewusst, dass das doch noch so weit weg ist, ey. Und jetzt schon links abbiegen? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Ich biege jetzt einfach mal
links ab. Ja, dritter Gang, zweiter Gang und aus. Nein, Quatsch. So schnell geht das Ding nicht aus. Wir fahren jetzt einfach mal da oben hinterher. So, jetzt fahren wir schön gemütlich durch die 30er-Zone. Das tut jetzt noch ganz gut, mal so nach eineinhalb Stunden Landstraße. Das tut wirklich gut. Und ich schalte euch wieder zu, wenn es einen Berg hoch geht. Der wird jetzt richtig steil. Ich nenne ihn auch den Todesberg. Ja, und ich bin echt gespannt, wie die Schweibe sich schlägt. Mit meiner Sphäre bin ich mit 25 hoch gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mit der Schweibe. Jetzt geht es den Berg langsam hoch. Jetzt wird es richtig steil. Ich hoffe, ich schaffe es. Vor allem, es gibt dann da so eine ganz blöde Linkskurve, also zum Abbiegen. Ja, die ist immer ein wenig blöd und ich habe, also das muss ich mich an der Schweibe noch gewöhnen, dass ich nur vorne Blinker habe. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute mich nicht sehen hinten. Aber okay, egal jetzt. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Ah, wie es ausschaut, alles okay. So, jetzt merkt man schon langsam die Steigung. Die Schweibe zieht aber noch nicht gut. Ich hoffe auch, dass ich nicht irgendwie so einen Trottel vor mir habe, der wo mich jetzt hier. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt zieht komplett durch. Und hier links oben, ich weiß nicht, ob die Winkel von der GoPro reicht, hat man schon kurz gesehen. Ja, freue mich. Leider hat sie aber geschlossen. Das heißt, ich kann leider nicht euch zeigen. Schauen wir mal, ob wir von außen, aber ich bin auch nicht da hochgegangen, um ein paar Aufnahmen zu machen. Und nicht heute in die Burg reinzugehen. Ja, so, jetzt merkt man schon, wie sie abfällt. Jetzt muss ich gleich den dritten, ganz klar. So, jetzt schauen wir mal, wie sie im dritten läuft. Im dritten beschleunigt sie tatsächlich wieder. Also wenn sie jetzt so stabil bleibt, mit 42, glaube ich, dann ist gut. Mit der Sphäre, da bin ich mit, keine Ahnung, mit, ach Gott, das waren, ich glaube, ich bin hier knapp unter 20 gefallen sogar dann mal. Das war dann schon echt Katastrophe, würde ich sagen. So, bin wieder fast auf 45. Ja, der Berg, der hat es echt in Sicht. Unglaublich, also der ist wirklich echt heftig. Echt heftig. Ja, ich könnte natürlich noch in zweiten schalten, aber ich will es jetzt nicht so hochschlagen. Will ich einfach nicht. So knappe 45 sind gut. Für einen 50 Kubiker, ey, das ist richtig geil. Einfach geil. Jetzt habe ich ihn überdreht. Scheiße. Boah. Okay, das habe ich jetzt mal auf die Aufnahme drauf. Scheiße, ich war jetzt ein bisschen nervös, weil das war ein richtig blöder Berg. Also an dem Berg da abzubiegen, mit dem, ich sag jetzt mal, so mit denen, die wo hier wohnen, Leute. Die fahren wie die gesenkte Sau, ja. Neumarkt, Lauf und alle die in dem Umkreis, einfach nur wie gesenkte Säue. Das muss man einfach mal sagen. So. Und wir werden jetzt nicht ganz davor gehen. Wir werden jetzt erstmal hier halten, würde ich sagen. Oder fahren wir erstmal vor. Weil es gibt ja gleich noch Drohnenaufnahmen. Ich hoffe, ich kann ein paar Bilder machen.
da. Lustige Aktion, ich schieb wieder mal. Nur hier dürfen nur Bewohner reinfahren. Und aus Respekt der Lautstärke der Schwalbe schiebe ich das jetzt mal kurz hoch. Und ich hoffe, ich kann ein paar Aufnahmen machen. Aber das Blöde ist, die ist abgesperrt. Und ach, scheiß Corona. Einfach nur Scheiße. Ja, da ist so ein blöder Zaun daneben, ne? Ja, ist natürlich scheiße. So, jetzt machen wir hier mal eine Aufnahme. Ja, Leute, so, da ist sie. Guckt mal. Nicht schlecht. Ja, dafür bin ich hergekommen. Und jetzt würde ich sagen, ich lasse die Schwalbe einfach mal kurz hier stehen. Schau euch den Ausblick an. Ich gehe jetzt nicht rein heute, weil ja, ich war hier schon 2-3 Mal. Heute ist das 3. Mal oder das 4. Mal. Nee, das 4. Mal sogar. Und ja, ich habe es geschafft. So, und jetzt, Leute, ist die Tour beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen hinten machen, die kommen jetzt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Bastis Zweirad-Kanal. Ciao, ciao. We'll be right back.